Ja, Bassisten, aufgepasst. Akustische Fretless und Kontrabassisten stören sich oftmals an den tonalen Entwicklungen in den digitalen Verstärkern, die ja heute allerortens da sind. Und gerade Fretless und Kontrabassisten haben da ihre Probleme, weil die sagen, der Ton pumpt und es dröhnt und so weiter. Und da hat mich ein Profi beauftragt, ein Gerät für ihn zu bauen, und das habe ich dann auch gemacht, und das wurde so gut für den Kontrabass, ein Kontrabass-Profi war das, dass ich dieses Gerät jetzt hier in Serie anbiete. Das heißt natürlich Kontrabass, Name ist hier Programm, ist ein Vollröhren-Preamp mit dem Reussen 10 Hall-Generator drin, und der Roland Plontke, der ist hier mit einem seiner Bässe und spielt das Teil jetzt mal an. Wir haben es hier an der 100 Watt Endstufe dran. Und Roland, bitteschön. Wunderschön, vielen Dank. Das war der Roland Plontke und der Kontrabass Röhrenpreamp von Reusenzell.